Hey, lass gut auf aus dem Spiel, weißt du? Er ist schon tot. Könnte deine Mutter sein, weißt du? Die ist auch so haarig. Wir waren letztens im Zoo, hat eine Freundin erzählt, ja. Sie Da hat noch hast du nie eine deine Kuh. Mutter getroffen. Sie hat noch nie eine Kuh angefasst, die hatten da eine. Und dann fing sie an, warum die Kuh nicht da hinkommt. Ich sage, ja, guckst du die mal an. Ja, ist auch eine fette Kuh. Ich sag ja, ach, jetzt beleidigst du sie auch noch, was? Oh mein Gott, noch nie eine Kuh angefasst, ja. Nee. Ah, das muss ich auch nicht unbedingt erlebt haben. Eine Kuh? Oh, die Ja. Zungen sind ganz lustig. Ja, das sind so Ja, Ribbel, die Schleifpapier ist rabbeln. ein Witz Ja, dagegen. auf jeden Fall. Ich habe letztens, wo wir dann im Tierpark mit drin waren, Also, einmal liebe Frauen, das. wenn ihr mal ne, lecken mit Noppen anstelle von Kondom mit Noppen, dann einfach mal eine Kuh zulegen. Ja, genau. Ja. Ja, und ich habe das erste Mal so ein Rentiergeweih angefasst und es ist richtig plüschig, Alter. Das hätte ich nicht gedacht. Was? Ah, das Geweih, okay. Ja, ist glaube ich so, ja. Ja, das ist so, wie gesagt, das sah ja aber schon so flauschig aus, aber das fässt sich an wie so ein ganz weiches Handtuch. Also das ist echt, habe Aber ich noch nicht. es ist schon hart. Nicht Ja, so, dass da. also du kannst, wie gesagt, das ist, als wenn du ein Handtuch quasi um eine Eisenstange rumlegst. So in der Art musst du dir das vorstellen. Das fühlt sich halt so weich an, aber und flauschig halt, das Da ist. steht Pegger drauf. Ist aber schon, rammen die sich nicht auch so gegenseitig wie Ja, irgendwie genau. so Das machen sie Hirsche auch. oder so? Ja, genau. Aber dann bei denen kleppert es da nicht so, ne? Ist ein bisschen schallgedämpft. Nee, richtig. Ja, die Nachbarn haben gemeckert da, die Pinguine im Nachbarbecken. Guck mal, Tristan. Tristan. Die stehen hier wie Simons Mutter und wollen meinen Samen. Alter, Simon, Und dann cool. kriegen sie auch mal Herzchen über den Kopf. Ja. Genau, aber sobald sie die Samen geschluckt haben, gehen sie weg. Ja, da verpissen sie sich wieder. Oh, herrlich. Genau, aber Oh, Pegas, musst nein. aufpassen. Jetzt zahlst du schon viermal Alimente. Ich seh das genau. Meinst du, sie haben Ähnlichkeit mit mir? Was ist eine Alimente? Das Geld, was du zahlst, wenn du Kinder machst. Ach so. Hä? Warte mal, du musst. Warte, warte, Darum warte, hatte die warte, warte! Mühe. Warte mal, du musst Geld bezahlen, damit du Kinder zeugen darfst? Nein, wenn du welche gemacht hast, musst du 18 Jahre bezahlen. Hey, ich begreif das nicht, ehrlich nicht. Du hast eine alte gebumst. Ja, kann auch Entschuldige, gerne meine eine Beleidigung. neue Du sein. hattest Spaß mit einer Frau. Ja, Sex, Dann ich kam das weiß, wie sich Zeug das anfühlt. und hat ein Kind gebracht. Ja, schön, danke für die Genau. Erklärung, die hat Ihr das trennt euch. rausgedrückt. Ihr trennt euch und der muss dafür bezahlen fürs Kind. Ach so, ja, wenn die Ehe auseinanderbricht und so, ja. Das Das ist muss ja ja. nicht mal eine Ehe sein. Ja, Nö, es kann ja auch ist das nur. One-Night-Stand mit Ja, Kind und ja, mit ja, irgendwas ja. Alimente, ne? Ja, es kann ja auch nur Pegasam sein. Ja, das ist aber noch wieder so, das darf ja nicht einfach rausgegeben werden, wer der Vater ist, wenn du nur Spenden gibst. Ja. Ich meine, du kannst natürlich auf eine Flugzeugtoilette raufspritzen, wenn die nächste sich hinsetzt zum Besprechen, ne? Das war auch so geil. So eine hat irgendwie das war bei 20 Minuten, das ist so eine Zeitung bei uns und es gibt 20 Minuten Online-App bei uns, ne? So eine Zeitungs-App halt in der Schweiz. So. Jetzt war es halt so, dass da irgendeine gefragt hat bei Dr. Sex. Das ist irgendwie so eine Ja, bei uns ist Dr. Sommer. Unterhaltungsgedöns. Genau, sowas halt, ne? In der Art. So, und dann wurde da ernsthaft gefragt, ob, wenn der Freund geduscht hat und ob sie danach duschen geht, ob sie da schwanger werden kann. Ich habe mich so totgelacht. Nur wenn der Freund in den Duschschlauch gespritzt hat. Und Und sie sie sich in danach sich mit ihm das. verknüllt. Genau. Und dann den Hahn voll aufdreht. Alter, hört auf solche Dinge. Alter, ganz ehrlich, hört auf solche Dinge zu labern. Wir machen jetzt einen neuen Thumbnail. Am Schluss muss Tristan noch irgendwie so einen Samenspender da einfügen oder so. Ich schwöre, das mache ich glatt. Ja, oder so ein Dödel in der Duschbrause. Alter. So mit einem Zensurstreifen oben drüber. Oben drüber. Oben drüber.
Ah, herrlich. Lieber Dr. Sommer, ich bin seit 2 Wochen mit meiner Freundin zusammen. Sie ist aber jetzt im 3. Monat. Warum ist mein Sperma so stark? Oh mein Gott, genau. Herrlich. Die Fragen für Schlaue. So, wie machen wir das jetzt, das ne? Das, was wir vor einer Stunde schon wollten. Das Haus bauen, ja. Wir wollten ein Fundament bauen. Ich glaube, Pegger ist es langweilig. Der kam hier kurz vorbei, um ein paar Blöcke abzubauen. Du hast echt keine Ahnung, was du machen sollst, ne? Ich habe schon gefarmt die ganze Zeit. Ja, ich farm auch schon die ganze Zeit. Hinbauen. Ob wir den hier vorne so gleich am Tor hinbauen? Und dann das Gebäude nach hinten hin weitern? Oder. Ich bin da so unschlüssig. Was haben wir uns geeinigt, was für ein Design wir nehmen vom Haus? Soweit eigentlich noch nicht viel. Aber haben wir genügend Holz zur Verfügung? Ja, nicht wirklich, ne? Halt! Die ja sinnlos im Weg rumstehen. Fichten. Ah, darum haben wir so viel Fichtenholz, genau. Wir können mit Fichtenholz und den Steinen was machen. Ja. Also Steinziegel. Willst du Steinziegel nehmen oder willst du die, Wir können es kombinieren. Weil ich hätte das gesagt, wir können ja auch mit diesem Stein hier, warte mal, mit diesem Stein hier arbeiten, wenn wir jetzt sagen, wir legen die übereinander. Hast du ja auch einen normalen Stein, weißt? Ach so, ja. Das wäre eine Möglichkeit, oder eben wir arbeiten mit denen. Ha! Halte ich für ein Gerücht. Den, genau, wie macht man die halben eigentlich schon wieder? Drei nebeneinander? Wie Holz, 3 Stück nebeneinander, Cleanstone, also normalen Stein, weißt du? Ah, ja, genau, da gibt's 6 Stück danach. Wie Pegas Mutter, 3-mal hintereinander, ne? Gute Frage, nehmen wir die halben? Den Stein? Als Unterkonstruktion? Man könnte ja theoretischerweise auch dann drüber gehen. Das bin ich gestern denn, über deine Mutter unten, auch. Bin ich auch drüber gegangen. Den Stein und oben drüber packst du den Stein. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt, ja. Da könnte man vielleicht auch, wenn man Struktur reinbringen will, sagen, du nimmst halt unten so eine Treppe und packst dann oben drauf halt den Stein. Da ist er. Bist du sagst, nee, so rum. So. Und dass du denn hier drauf halt. Ja, genau. Setz dich hin. Ich setz dich mal kurz, ne? Das ist schon anstrengend hier, ne? So Bauplanung und so. Dass du denn so sagst, du nimmst denn oben drüber so oder. Oben drüber! Nee, warte, das sieht kacke aus. Ja. Aber jetzt gleich, jetzt in der Kombination gleich mal 180 Grad gedreht. Dann, vielleicht eher. So? Nee. Warte. Achso, die anderen unten hin machen quasi, die Platten. Mach die Platten unten hin und dann einen verkehrten Stuhl oben rauf. Also eine verkehrte Treppe, nicht ein Stuhl. Ja, warte, da muss ich was hinterbauen. Eimer. Also so. Zum Beispiel, und dann nochmal einen normalen oben drauf irgendwie. Drüber. Oh nee, das war verkehrt. Das war Treppe. Den wollte ich. Dann hätten wir so eine. So einen kleinen Spacken. Dingens drin. Ja. Das Problem ist dann, wenn du jetzt sagst, dass jetzt hier so der Fußboden hinkommen soll, werden die Fenster ganz schön hoch, ne? Wenn man, Die Fenster? Was macht der da unten? Nee, du kannst ja eigentlich, wenn du die Tristan, Treppe... Was macht der da unten? Was macht wer da unten? Na, da unten. Guck mal hier in diese Richtung. Guck mal, wie ruhig er ist. Irgendwas macht er. Siehst du ihn? Ja. Ich denke gerade... Ja. Ich denke gerade, wo geht er da runter? Wir haben doch gar keine Treppe im Keller. Ich habe eine gebaut.
Ja, fahr runter, ne? Oh Mann! Das war genau im Sichtbereich. Ja, der gleiche Witz wie letztes Mal. Ja, ja, ja. Oh Mann! Ich schwöre euch, ich werde euch alle noch so ins Loch ficken, ey. Außer wir sehen das Loch vor dir. Ach, herrlich. Ich hab gehofft, ihr seht mich nicht. Na, ich stand gerade hier so und hab mir Tristan erklärt und hab dann im Hintergrund gesehen, wie du mal dupp, 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 so Stufe für Stufe runtergegangen bist. Ah, Mann. Scheiße, ey. Und am Ende der Folge falle ich wieder rein. Ich seh's doch kommen, ey. In Fuck dein you. Eigenes Loch, genau. Ja. Okay, nee, wir könnten das irgendwie so machen. Wie gesagt, wir müssen ja bloß gucken, ob wir denn halt sagen, auf diese Höhe hier die Fenster vielleicht rein. Weil sonst wird es echt zu hoch mit den Fenstern. Du kannst ja, wenn du hier einen Block hinsetzt, also wenn du die Treppe nochmal wegnimmst, hier einen Block ran, und ja. Dann wird ja die Treppe auch abgewinkelt. Und dann kannst du trotzdem auf die Höhe ein Fenster reinpacken. Ja gut, wir können ja theoretisch die Treppen dann... Wo ist sie wieder da? Sie. Jetzt pack sie da in die Ecke rein. Ja genau, und dann... Nee, ich wurde so oft... Na, Brett vom Kopf oder was? Nee, den ganzen Stamm. Ich wurde schon so oft gepeinigt hier. Mir muss irgendwas Gutes einfallen, wie ich euch trollen kann. Ah. Mal, die haben wir beide mich angucken, der will uns trollen, der doch nicht. Steht Simon da auf der Stelle rum? Was? Steht Simon da auf der Stelle rum? Alter. Irgendwie schon, aber es... Es sah aus, als wenn er rennen würde, ne? Mit dem ganzen aufgewirbelten... Ja. Ich hab Boost vom Spawn. Ich habe mich zum Spawn TP, als ich das Loch gegraben habe. Achso, ja gut. Ich bin nicht unsichtbar. Nein, aber du hast... Ich habe einen Boost. Die ganze Zeit. Ja, ich habe einen Boost. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich keinen Boost mehr. Guck. Ja, nee, hat schon aufgehört. Das war einfach cool. Du stehst auf der Stelle und es sieht aus, als wenn du rennen würdest. Ja, ach so, genau. Die Partikel hinten. Ja. Mhm. Könnt mich mal... Holz aufwirbeln. Ja. Okay. Ja, wir könnten das so machen oder halt auch nicht. Ja. Aber wir gehen mal mit dem ganzen Gedöns nach oben. Ich nehme mal die ganzen Steine mal auch mit. Ja, ich nehme mal die Werkbank mit hoch, dann können wir oben mich anfertigen, das Zeugs. Jetzt habe ich eben gerade geguckt, ob das Loch noch da ist. Du hast nicht geguckt? Oh Mann, und ich hab's zugebaut! Ich bin zu dumm zum Kacken, Alter! Ich habe schön die Treppe nach oben, und oben fällt mir ein. Da war eben noch ein Loch. Oh Mann, das hätte ja klappen können. Warum habe ich das Loch zugemacht? Boah, das wäre der größte Fail aller Zeiten vom Pegger gewesen. Jetzt ist es mein Fail. Oh. Also ich habe mich schon hochtippet. Ich habe da... Ich gehe kein Risiko ein. Ja, genau. Ich mache jetzt hier 20 Spawn Points und... Ach, jetzt gehe ich dahin, zack, und dann dahin, zack. Ja. Einfach nicht mehr mit W bewegen. Ne? Einfach nur noch porten. Assassin Pegger. Wo bauen wir die eigentlich hin? Mal das war eben meine Frage, wo wir anfangen wollen mit dem Haus. Wollen wir gleich hier vorne beim Eingang anfangen? Oder würdest du erst so einen kleinen Gartenbereich machen und dann das Haus? Nee, du kannst also ja erstmal den Garten und dann, erstmal das Haus und dann der Gartenbereich, oder? Ja, das ist ich ja, würde jetzt gerade irgendwo so, gerade mal irgendwo hier anfangen, so um das Bett herum eigentlich. Wo wir die erste Hütte haben, oder? So, dass wenn ich jetzt gleich irgendwo da komplett in dieser Ecke oder in der anderen Ecke anfange. Ja. Dass die äußere Ecke, ne, vielleicht hier. Wie gesagt, ich hätte vielleicht mit dem Eingangsbereich angefangen und den, da wo unser Tor halt ist, hingesetzt, weißt du? Und dann vom Eingangsbereich, weiß ich nicht, den großen Eingangshalle irgendwo. So, ich mache uns mal ein bisschen Geflügel, ne? Ich habe jetzt ein paar Hühner auf dem Gewissen. Also man muss ja nicht irgendwie ein weiß ich was für eine Villa werden, oder? Ja, habe ich auch noch. Eier. Ja, aber was schwebt ihr denn vor? Wir können ja auch. Weiß ich nicht, als Grundfläche das machen und dann passt ein Bett rein. Oh, kommt kein Hühnchen raus. Was machst du jetzt? Kohle habe ich noch. Okay. Erde, nicht wahr?
Weil das könnte schon so ein normales Häuschen könnte das schon werden, so. Ja, ja, ich würde sagen, haben, ohne Planung einfach drauf losbauen und was, ja, fall, was nicht gut aussieht. Aha, ja. Das ist ja nicht wie wir bauen, sondern wo wir bauen. Ja, ja. Ja, komm, ich würde sagen, die äußere Ecke mal hier beim Bett und dann die Diagonale, die andere äußere Ecke Richtung Kornfeld da hinten, ne? Ja, okay. Also ein Bett im Kornfeld! Aber nicht na, so eine ein Bett im Kornfeld. Wir können es ja dann auch immer noch irgendwie doppelt oder dreistöckig machen oder so. Oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9 oder 10. Einen riesigen Turm. Einen riesigen Turm? Ja, mit unten 2 Eingangshallen. Einen riesigen Turm. Okay, jetzt müssen wir was sagen. Was nehmen wir als untere? Das unterste. Wollen wir da den Doppeldingens nehmen? Ich fast behaupten, das sah ganz neckisch aus. Okay, dann machen wir die Kiste hin. Ich mach da mal ein paar von, ne? So, was habe ich denn hier noch alles drin? Okay, das passt. Wie lange haben wir eigentlich noch? Oh, noch 20 Minuten, das passt doch. So, okay, du sagst, du willst jetzt hier anfangen in der Ecke. Irgendwie hier. Maus rumwerfen, hier. Okay, und dann so weg. Genau, und hier lang. Bis da, und dann kommt leider schon eine Fackel, da geht's nicht mehr weiter. Ah, toll. Ja, wir müssen über die Fackel rumbauen. Über die Fackel rumbauen. So. Ah, herrlich. Ist das ein Fackelträger? Ein Fakulträger, ja. Wir machen es aber nicht irgendwie komplett quadratisch, oder? Nee, das habe ich jetzt auch gerade überlegt, wie wir da. Ne, also nicht quadratisch praktisch gut, sondern machen wir da mal so eine Ecke rein. Ja. So einen kleinen Erker oder so, ne? Ne, der wäre ja ein Ohr. Ich bin clever, Alter. Ich bin so clever. Was machst du da noch? Hier unten hat's noch Stein für euch noch. Ah, nimmst du andere wieder weg? Achso. Wo habe ich den jetzt gelassen? Achso, das war ja hier Kohle. Kann es sein, dass wir fast keine Kohle mehr haben? Wir haben nur noch 2 Kohle. In der Truhe bei dem Ach, Öfen? In der Truhe. Ach, hier, ja. Da sind ganze Klötze. Ich habe schon gedacht, wo ist die ganze Kohle hingekommen, ey. Oh, ich habe keinen. Ah, war doch. Ich habe. Oh, hier noch, ne? Was lustig ist, wir können auch eine Reihe weglassen, haben wir ein Kellerfenster. Ja, was? Na, wenn du jetzt quasi sagst, du nimmst jetzt diese weg und packst dann hier drauf, hast du ein Kellerfenster. Wenn du hier abbaust. Ja. In dem Sinne schon. Könnte man noch brennen und das könnte man auch noch brennen. Alter, wie viele Eier, das wir schon haben. Aber das siehst du ja dann auch von hier, ne? Ja gut, willst du sicherlich einen Boden hinten drin haben, oder nicht? Ja, das schon, aber der ersetzt ja bloß das Gras hier, oder? Ja gut, aber wir können ja... Wer hat das Gras weggeraucht? Denn... Ich sag's lieber nicht. Wir können ja theoretischerweise den Boden nehmen und würden den entweder hier drauf machen. Das haben wir auch noch. Dass wir halt ins Haus reinkommen mit einer Treppe. Ah, dass die Hütte ein bisschen höher liegt. Das können wir auch. Ja. Weil wir können ja mit den Steinen ja auch so einen Eingangsbereich hier machen. Wenn du sagst so und dann gehst du quasi hier ein höher. So, weißt du, dann hast du jetzt hier so einen Eingangsbereich. /Spaven. So. Mal irgendwie so, ne? So das. Was habe ich denn eigentlich? Warte mal. Warum kann ich nicht fliegen? Ich bin Spieler, das heißt, ich könnte mir eigentlich rein theoretisch ein Haustier zulegen, ne? Oder habe ich schon eins? Ich wollte. Warum schreibst du ein T? Um zu gucken, ob ich Spieler bin oder Neuling. Du hast kein MyPad, ja, dann go, eins kaufen gehen. Ich wollte wissen, weil ab Spieler, da kannst du dir ein Haustier halten. Na genau. Du brauchst keins kaufen, du musst eine Leine haben. Du kannst dir eins kaufen. Im Pet Shop. Echt? Ach, echt? Ja, den habe ich gebaut.
Boah, Pegger, du bist ja Little Man's Pet Shop, ne? Mach mal, lebst du echt hinterm Mond, ne? Nö, aber ich habe mir jetzt gefangen, das war viel einfacher. Wie Pokémon. Ja, Pokémon, ich kauf mir so ein Eichen. Mhm. Pokémon! Du bist hier der Bonzen, weißt du? Ich kauf mir das. Ich fang mir doch nicht selber eins. Ja.